So, hallo und herzlich willkommen bei Solitipp. Heute mal ein kurzes Kundenberatungsvideo mit Abschluss, ganz zum Schluss. Da kommt übrigens auch noch ein Tipp, ich habe es ja schon mehrfach angesprochen. Alle meine Solitipp-Kunden können nun so richtig profitieren. Bei dem Video geht es jetzt in erster Linie mal um die Vorbesprechung einer Reparatur. Die Route war abgebrochen, doch schaut sehr dazu. So, hallo und herzlich willkommen bei Solitipp. Hallo Andreas. Deine Adrena ist eingetroffen, da fehlt ja das Spitzenstück, also ein Teil der Spitze, 12 cm. Und im Vorfeld hatten wir schon besprochen gehabt, dass wir jetzt zwar mit einer Solitipp hier arbeiten und das Teil praktisch ersetzen. Die Routenaktion insgesamt, also auch im Spitzenbereich, soll dadurch aber nicht erheblich feiner werden, sodass du also beim Handchicken der Gummifische noch mehr Gefühl praktisch dann hast. Okay, Kundenwunsch, die werden natürlich alle berücksichtigt. Vorteile habe ich beschrieben auf meiner Homepage. Wie auch immer, du hast deine eigenen Erfahrungen. Zu mir kommen nun mal die Experten nur. Und ich werde also jetzt die Route so konzipieren, dass die Spitzenaktion, so wie sie ursprünglich mal war, so weit wie möglich erhalten bleibt. Dazu brauchen wir natürlich eine Vermessung nach der 15-Grad-Methode. Und da sind jetzt folgende Werte eben schon mal rausgekommen. Und zwar statischer Weg 40,72 auf 207,03 als dynamischer Wert. Und es ergibt einen Powerfaktor von 5,08 und ein Wurfgewicht von 9,6 bis 32,5. So würde das Ganze also jetzt dann aussehen. Das ist das abgebrochene Spitzenteil. Ersetzt wird es durch diese Solitipp. Die wird hier angespleist, an dieser Stelle, also kurz oberhalb des zweiten Laufrings. Und wenn man sich so betrachtet, ich meine, man sieht es auf dem Bild nicht, also auf dem Video nicht genau, aber das ist die ursprüngliche Steifheit der Spitze. Kann man so erkennen. Und hier haben wir also jetzt eine ähnliche Steifheit, also eine Idee feiner, als sie es ursprüngliche war. Ich könnte sie noch einen Ticken steifer machen, indem ich das Teil praktisch versetze und eins aus dem weiteren unteren Teil nehme. Da wird es aber dann in der Spitze auch etwas schwerer. Also ich würde dann mal vorschlagen, wir telefonieren miteinander, nachdem du dieses Video angesehen hast, und dann kannst du dich immer noch entscheiden und ich werde dann durchführen, so wie es das du möchtest. Okay, in diesem Sinne, das war jetzt ein Beratungsvideo. Bleibt dran an meinem Kanal, kommen immer wieder mal interessante Geschichten. So, soviel jetzt zu den Vorgesprächen. Die Route ist mittlerweile fertig. Die endgültigen Messdaten sind jetzt 39,26 im statischen Weg auf 204,05 im dynamischen Weg. Das bedeutet, sie ist etwas feiner geworden. Powerfaktor ist nach oben gegangen, 5,2 beträgt der. Und das Wurfgewicht ist jetzt 9 bis 31,4 Gramm. So, neben den technischen Daten spielen natürlich dann auch die Optik für viele meiner Kunden eine wichtige Rolle. In der Regel sind die Reparaturen so angelegt, dass die Wicklungen von den Ringen in einfarbig gehalten sind und keine Zierwicklungen gemacht werden, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe. In diesem Beispiel habe ich es jetzt mit den Zierwicklungen ausgestattet. Sieht also jetzt aus fast wie das Original, fühlt sich nur wesentlich sensibler an. In diesem Sinne, Ende des Videos nun. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wenn ihr mal so einen Fall haben solltet, ihr wisst, wo ich zu finden bin. Dankeschön und tschüss. Es ist immer ganz gut, wenn man sich die Videos genauer anschaut, vor allem bis zum Schluss, da kommen manchmal Aktionen wie jetzt diese. Unter dem Motto, zeig dein Solitipp und zeig deine Begeisterung, habe ich schon mal aufgerufen, ein Video zu machen für alle meine Solitipp-Kunden, egal ob es eine Reparatur war, ein Tuning war, eine Solitipp-Route ist, ein Video aufzunehmen, circa eine Minute lang, wo auch der Name genannt ist. Kinder sollten bei dem Video bitte nicht erscheinen. Und dieses Video muss eine Freigabe haben, dass ich es auch veröffentlichen darf in meinen YouTube-Videos.
Und dafür gibt es jetzt diese Aktion. Ihr könnt euch dafür einen Gutschein kaufen bei mir, wo 25% abgezogen werden. Das heißt, wenn ihr jetzt davor habt, 100 Euro zu investieren, bekommt ihr 100 Euro Gutschein, bezahlt aber nur 75 Euro. Wenn ihr euch eine Route kaufen wollt, die 500 Euro kostet, dann kostet es entsprechend weniger. Ihr bezahlt diesen Gutschein und könnt dann einlösen, wenn ihr die Route kauft oder die Reparatur benötigt oder was auch immer. Ganz easy.